Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativers. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge hat das hier hinten gemacht und ich habe da noch ein bisschen weiter rumgespielt, sodass wir jetzt hier so einen grünen Hinterbereich haben. Der sieht eigentlich recht gut aus hier so als Abschluss von der Seite, sowie auch von dieser finde ich das jetzt nicht verkehrt, wenn man hier so kommt. Sieht man auf jeden Fall, dass hier ein neues Gebiet beginnt. So, und jetzt müssen wir halt nur noch uns um dieses Loch hier auf dieser Seite des Ganzen kümmern. Und wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich hier nicht runtergehe. Deswegen habe ich hier schon mal die Treppe hingepflanzt und auch den Bereich soweit leer gefarmt, dass wir hier mal starten können. Materialien habe ich definitiv nicht genug dabei, aber ich würde einfach mal sagen, wir hauen drauf. Also bleibt mal dran. So, das heißt ja erstmal wieder gucken, was hier wie geht. So, so ganz bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, wie hier was war. Aber es sieht doch schon mal ganz gut aus, so von der Entfernung auf alle Fälle. Ja, hier machen wir eh Ende, da will ich schon gar nicht mehr bauen. Überlegen, wo war das denn hier? Nicht ganz, aber da. Da wäre auch einer eingegangen, okay. So, leider sind sie bei mir im Haus am Bauen. Ich hoffe, es ist erträglich, dass die jetzt nicht anfangen, hier mit Großmaschinen wieder die ganzen Wände zum Wackeln zu bringen. Das ist eine ziemlich ärgerliche Sache, aber ich muss leider jetzt hier Gas geben. Denn Messe steht an und danach die Woche bin ich auch nicht im Lande am PC, sodass ich da nicht bauen kann. Deswegen hoffe ich mal, dass wir das jetzt hier nett und mit einer gewissen Ruhe über die Bühne bringen. So, das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Zack, da einen hin. Hier so einen großen. Ja, das passt. Zippala. Ja, sieht doch schon mal ganz nice aus. Wenn das so sieht. Ach ja, da war ja noch was. Rückenähnliches dabei. davon haben wir nicht genug. Slaps garantiert auch nicht. Nope. Ja, jetzt sind sie schon leer gefahren. Okay, das heißt, wir brauchen ein paar Säulen. Wir brauchen Slaps jeglicher Art. Wahrscheinlich. So, gucken wir mal hier rein. Machen wir erstmal das hier hin. Fangen wir hier mal an mit Säulen. So. Machen wir die mal alle weg hier. Brauchen wir am Ende eh wieder, weiß ich doch jetzt schon. Bei Slaps haben wir noch da, Treppen haben wir auch noch da, die Ecken haben wir auch noch genug da, rein theoretisch. So, Stinks haben wir nicht mehr so viele und davon auch nicht. Machen wir erstmal die hier rein. Und wenn wir weitermachen können, haben wir aber auch nicht mehr die Welt. Das sind die hier, da brauche ich ein paar Minütchen. Die müssen wir im Endeffekt auch zumachen. Jetzt mal die paar, die wir können. Schon mal rein. Die nicht mit zur Blueprint gehören. So, bis hier hinter. Mich. Eine kleine Falle. Es ist eine Falle. So, nee, ja, hier der Boden natürlich auch. Dementsprechend mal leer fahren noch. Und dann sind wir nämlich auf der schönen Höhe. Hier haben wir zwar ein Loch, aber das ist ja egal. Wie der Boden hier. Und das war ja jetzt hier das Ziel des Ganzen.
Auf alle Fälle. Die Seite hier schon mal zubauen. Reicht leider nicht mehr. Und die Ecken haben wir garantiert auch nicht dabei. Nope. Warum auch? Dann kommt hier halt der normale Weg ran und dann ist hier zu. Feierabend. Tschüss. So ist meine Idee. Jetzt sollten wir doch hier hoffentlich materialtechnisch in der Folge packen. Selbst die brauchen so lange. Mal gucken, ob ich nicht hier noch was habe, was ich benutzen kann. Hier 12 Ecken ist schon mal gut. Da ist nichts mehr. Schade aber auch. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Jupp. Du bist schon mal durch. Sticks haben wir auf alle Fälle genug. Machen wir hier nochmal welche rein. Na, guck mal, hier der ist schon mal durch. Perfekt. Müssten ja gleich alle fertig sein. Du sowieso nicht. Okidoki. Gucken, an welchem Universum wir hiervon fertig werden. Auf alle Fälle brauchen wir Holz. Das Holz habe ich mich nicht da. Ja, nicht genug auf alle Fälle. So schnell geht das Holz flöten. Nee, da lang. Oh shit. Wo kriegen wir jetzt noch Holz her? Hier unten drunter ist auf jeden Fall noch ein Baum, den wir abbauen können. Der nicht mehr benötigt wird. So, den haben wir da schon weg. Hier haben wir noch einen dicken Baum. Baumreste. Also nächstes Projekt, weniger Holz, bitte. Passt. Hier haben wir noch einen Baum. War ja logisch, dass wir das hier auch noch brauchen werden. Okay, passt. Reicht. Sollte reichen. Die ganzen Hohlräume hier. Erstmal davon eine Menge. Davon eine Menge. So. Fangen wir mal mit dir an. So. Passt. Doch, der zieht die da unten komplett durch, aber sieht gut aus. Nehmen wir uns mal den anderen. Sehr schön. Dann müssen wir hier nachher nur noch zumachen. Können wir hier mit anfangen? Slap, slap, slap. Nee, das ist nicht das richtige Slap.
So. Stufen. Reicht natürlich nicht, aber wir probieren es einfach mal. So, okay. Jetzt kommen die Ecken. Der Rest sieht vernünftig richtig aus. Es ist schon wieder dunkel, es liegt aber daran, dass ich so spät in der Creators-Zeit angefangen habe. So, zack, zu. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann haben wir die Säulen fertig. Haben wir das fertig. Damit das hier mal halbwegs klar ist. Ah ne, guck mal, hier, da muss man, glaube ich, was anderes hinsetzen. Ha! Drecksvieh. So. Mal so eine Stufe hinten. Das ist doch ja geschafft. Und dann der normale Boden. What the hell? So, erstmal. Passt. Gegenseite, alles drauf, Säule. So schnell kann es gehen. Dann haben wir das hier schon fast fertig. Wird eng. Bis nicht gemacht, geschafft. Scheiße. Wenn wir die Sachen, die wir können. Hier natürlich dann auch noch mal ein bisschen an der Ecke rumfeilen, weil ich denke, das kriegen wir hin. So, die Lampen haben wir auch nicht dabei, deswegen können wir mal schnell zurückgehen. Fehlt nicht mehr viel. Ich hau natürlich noch mal voll. Wie viel Baum habe ich noch? Ist nicht genug, aber gut, muss reichen für den Anfang. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall noch mal irgendwo einen Baum herholen. Das ein bisschen zu beschleunigen. Ah, sehr gut. Haben wir einen vergessen gehabt? So. Die Lampen müsste ich doch hier irgendwo noch welche haben, siehst du, sag ich doch. Nein, theoretisch haben wir jetzt genug. Ah, ihr kennt ja Theorie und Praxis.
Okidoki. Mal hier am Baumschluss, ne? Ah, ich freue mich, es wird zu. Gelände passt sich langsam aber sicher an. Da wird angepasst. Und diese riesigen Löcher hier alle verschwinden. Na, das wird nicht reichen, denke ich mal. Durch den unterschiedlichen Haussatz, also hier oben eher zwei hintereinander, da drüben zwei untereinander, passt, sieht das auch wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so steril und gleichmäßig aus. Er hat auch was. Eine Art Symmetrie, aber halt keine Symmetrie. Fertig. Ah, shit, die haben wir vergessen. Ja, kann ich jetzt so nicht mehr einsetzen. Na komm, so hier. Passt. Ja, hier muss ich mir jetzt was anderes einfallen lassen. Natürlich. Auf jeden Fall kommt ja hier jetzt wieder dieser Weg. Sogar fast richtig. Nur dieses. Ja, auch nur fast hat. Ah, so. Genau. So für den Anfang halt. Hier fällt die Säule weg, das ist korrekt. Ja, warte mal, ich mach den auch mal raus. Haben wir ja auch an allen Stellen ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Aber das passt hier irgendwie. Was sagt der Tacho? Der Tacho sagt, Zeit ist eigentlich um. So ein Scheiß. Aber. Nicht so schlimm, Alter, weil wir sind jetzt gleich fertig. So. Fenster noch hin. Judas. Ah, haben wir hier vergessen. Nächstes liegt, glaube ich, nur an der Ecke. Ah, das sieht alles soweit richtig aus. Ist ja hier doch die Säule gesetzt hat. Sopp. So, okidoki. Ich mache Feierabend für heute. Ich hoffe, euch gefällt's. Jetzt haben wir hier hinten auch schon die Treppe runter. Quasi diesen Bereich hier auch soweit zu. Geil, oder?
Und hier kann man dann wirklich so die Kurve fahren, an den Baum Feierabend machen und du hast hier wirklich diesen Ausblick da nochmal nach unten, halt so komplett eingefangen in dem ganzen Bauwerk. Finde ich super. Ich sage danke, bis dahin und tschüss.